Ja, schönen guten Abend zum zweiten Vortrag nach dem Lockdown und nach der Sommerpause. Wir haben letzte Woche ja gestartet mit dem sogenannten NIM 4. Das war ein Vortrag von Siegbert Haas, der ist auch heute da, vom Helmut Ohmacht, von Hermann Kasten und von Dieter Duscher. Vier Protagonisten der Architektur der 70er Jahre. Wer nicht kommen konnte, weil es einfach mit dieser Begrenzung nicht möglich war, seit heute ist der Vortrag online. Das heißt, Sie können sich den in Ruhe dann zu Hause anhören. Aber ich bin froh, dass immer wieder Leute kommen und nicht nur dann zu Hause die Vorträge anhören. Ja, heute der Vortrag von Alexa Baumgartner und Birgit Brauner. Sie haben ja im Buch, das noch ein bisschen vorhanden ist, also viel haben wir nicht mehr von den 1000 Stück. Bis Ende der Ausstellung ist es dann auch noch um 19,70 Euro zu haben. Haben zwei Texte geschrieben und und über den Wohnbau in Tirol in der Realität, aber auch vor allem über das Thema Wohnen morgen, ein Wettbewerb, der in den 70er Jahren vom Bundesministerium ausgeschrieben worden ist. Ich hoffe, dass wir diese Form der Vorträge weiterführen können. Die derzeitigen Zeichen sind nicht unbedingt die besten, wenn Sie die Zahlen anschauen. Es kann sein, dass wir haben nächste Woche den Vortrag von Wolfgang Kos. In einer Woche, wer Wolfgang Kos nicht kennt, kennt sicher seine Stimme aus dem Diagonal, also vor allem am Samstag im Ö1, 17 Uhr, Diagonal, genau, Entschuldigung. Er war Mitbegründer der Musicbox in den 70er Jahren und hat maßgeblich auch, wie soll man sagen, die Musikvermittlung gefördert und bestimmt in Österreich. Und war dann jahrelang Direktor des Wien-Museums in Wien und er wird nächste Woche eben über diese Subkultur-Musikszene in Österreich und in Relation zu Tirol sprechen. Es gibt noch ein paar Plätze, das heißt, falls jemand Interesse hat, sollte man sich so bald als möglich anmelden. Ja, ich danke mal fürs Kommen, wünsche einen schönen Abend, danke euch und ja, Klappe. Vielen Dank, Arno. Ich würde vielleicht gerne noch ergänzen, wie es überhaupt sozusagen zu diesen Artikeln auch von uns kam, weil das war, glaube ich, für uns beide schon ein Exkurs in eine neue Welt. Also uns beiden war eigentlich diese Wohnen-Morgen-Serie, die eben damals vom Bundesministerium in allen österreichischen Bundesländern ausgeschrieben wurde und deren Hintergrund es war eben, wie der Name vielleicht schon vermittelt, zukünftige Wohnformen zu entwickeln. Eigentlich kein Begriff und der Arno hat mir irgendwann sozusagen diesen Stapel Publikationen auf den Schreibtisch gelegt und so quasi, schaut euch das mal an, vielleicht interessiert es euch. Und dann haben wir irgendwie das durchgeblättert und das Interesse war sehr schnell geweckt, weil wir schon recht fasziniert waren auf der einen Seite von dieser Bandbreite an unterschiedlichsten Entwürfen, die sich eben mit dieser Thematik beschäftigt haben, von Großwohnsiedlungen über verschiedenste Variationen von Terrassenwohnungen bis hin zu Teppichsiedlungen. Und gleichzeitig uns aber auch aufgefallen ist, dass es da relativ viele Beiträge gab, die auch sehr experimentell waren. Also wir haben uns natürlich aufgrund des Kontextes dieser Ausstellung primär mit den Beiträgen von Tiroler Architektinnen beschäftigt. Und in diesen Broschüren, die auch in der Ausstellung gibt es Kopien, die dort aufliegen, sind alle ausgezeichneten Projekte publiziert worden. Und eben insbesondere bei diesen experimentelleren Beiträgen liest man dann ganz oft in den Jury-Kommentaren, dass die natürlich mit Sicherheit nicht realisierbar sind, aber dass sie trotzdem Überlegungen und Gedanken innerhalb dieser Projekte in sich tragen, die einen wertvollen Beitrag eben für diese Diskussion rund um ein Wohnen morgen sind und die deswegen auch
mit diesen Anerkennungen gewürdigt werden. Genau, und an dieser Stelle möchten wir uns jetzt auch nochmals bei unseren Interviewpartnern bedanken, die sich die Zeit genommen haben, mit uns die Wettbewerbsbeiträge durchzuschauen und auch Planmaterial und andere Unterlagen zum Teil auch für die Ausstellung in den Archiven rausgesucht haben. Wir haben Gespräche geführt mit Hanno Schlögl und dem im Frühjahr verstorbenen Andreas Ecker, mit Sigbert Haas, der heute auch anwesend ist, mit Peter Pontilla und Helmut Hanak. Helmut Hanak war Mitarbeiter beim Architekten Franz Kotek zur Zeit, wo Maria Hilfpark geplant und realisiert wurde. Außerdem haben wir einige Bewohnerinnen und Bewohner interviewt, die uns ebenfalls eine sehr wertvolle und interessante Perspektive erzählt haben. Diese Interviews waren für uns eine sehr wichtige Quelle und im Laufe der Interviews hat es sich eigentlich auch ergeben, dass wir dann überhaupt Zugang zu den Informationen bekommen haben. So wusste zum Beispiel Sigbert Haas, dass eben Helmut Hanak zu der Zeit, wo Maria Hilfpark geplant wurde, Mitarbeiter bei Franz Kotek war. Und so kam jetzt auch uns die Gelegenheit zugute, das erste Mal in dieser Ausführlichkeit eigentlich zu Maria Hilfpark als Beispiel jetzt nur zu schreiben. Genau. Jetzt kommen wir aber zu unserem Vortrag Wohnen morgen, Experiment und Realität. Und bevor wir uns jetzt den 1970er Jahren und dem Thema Wohnbau darin widmen, möchten wir noch einen kurzen Blick auf das Jahrzehnt zuvor werfen. Die 1960er Jahre waren geprägt von einer florierenden Wirtschaft, von vielen technologischen Innovationen, wie zum Beispiel im Bereich Medien und Materialien, und von einem sehr starken Zukunftsglauben, der eben durch diese technologischen Innovationen nicht nur bestätigt wurde, sondern auch zu vielen Experimenten, so auch in der Architektur, inspirierte. Zu dieser Zeit entstanden eine Vielzahl von Megastrukturen, und genau als so eine kann die neue Wohnform Ragnitz vom Grazer Kollektiv Alfred Hutt und Günter Domenik beschrieben werden. Diese Megastrukturen entstanden als eine Reaktion auf die sehr strenge Rationalisierung und Funktionalisierung im Wohnbau der Nachkriegsjahre. So entstanden eben eine Vielzahl von Entwürfen, Studien und Konzepten für innovative Wohnbauprojekte, wobei aber nur wenige davon eigentlich realisiert wurden. Megastrukturen kann man eigentlich übergeordnet an drei wichtige Kriterien beschreiben. Zunächst sind sie stets in sich geschlossene Stadteinheiten. So besteht zum Beispiel auch die Ragnitz aus einem vorfabrizierten Träger- und Versorgungssystem, einem dreidimensionalen urbanen Gerüst. In dieses Gerüst wiederum werden modulare Wohneinheiten gehängt, die meist mit synthetischen Materialien gefertigt wurden, die wiederum auch sehr oft Eigenbau durch die Bewohnerinnen und Bewohner ermöglichen. Und diese Wohneinheiten sollen Individualität und Freiheit gewährleisten. Wichtig war auch immer diese Modularität, damit eben auf Veränderungen in der Gesellschaft beispielsweise durch einen Generationenwechsel ermöglicht wurde. Entscheidend ist auch, dass Architektinnen und Architekten stets versuchten, die darin lebende Gesellschaft in so einer Megastruktur neu und alternativ zu denken. Und am Beispiel der Ragnitz sieht man diese Idee in dem Detail des Konzentraums. Der Konzentraum ist eine variable Kapsel, die als Rückzugsort und Raum für individuelle Entfaltung innerhalb des Familienlebens fungiert. Es ist ein antihierarchischer Raum, der niederschwellig gleichberechtigte Bildung und Information für jedes Familienmitglied gewährleisten soll. In dieser Kapsel wird man abgeschirmt von der Umwelt, so können auch Konsum oder Medien keinen Einfluss nehmen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Ragnitz viele wichtige formale, soziologische, ökologische und technologische Themen der Zeit beinhaltet. Die Ragnitz blieb eine sogenannte Realutopie, also Domenik und Hutt sprechen auch
selbst von dieser Realutopie. Und zwar deswegen, da die Ragnitz ja ursprünglich als konkrete Bebauungsstudie in Auftrag gegeben wurde für das gleichnamige Tal in der Nähe von Graz, da sich der Entwurf und die Überlegungen der jungen Architekten dann aber zu sehr von der Realität entfernten, wurden die beiden zwar entlohnt, aber kurzerhand entlassen. Die jungen Architekten beschlossen weiterhin daran zu arbeiten und die Ragnitz eigentlich noch weiter zu entwickeln und wurden damit Ende der 1960er Jahre auch ausgezeichnet. Bis heute gilt die Ragnitz als eines der international am weitest ausgereiften Projekte seiner Art und Zeit. Die 1970er Jahre dann starteten aber einen thematischen und gedanklichen Wendepunkt in der Architektur. Und dafür werden in der Architekturgeschichte immer verschiedene Momente genannt. Einerseits ein entscheidender Moment war bestimmt die Ölkrise von 1973, wie es auch Friedrich Achleitner in diesem Zitat sagt. Er fügt auch noch die Studentenrevolten der späten 60er Jahre dazu. Ein wichtiger Meilenstein war aber auch der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit unter dem Titel Die Grenzen des Wachstums von 1972. Hier in diesen vielen Grafiken wurde der Gesellschaft klar, dass die Ressourcen nicht endlich sind. In der Folge findet man auch in den Arbeiten vieler junger Architektinnen und Architekten vermehrt Themen wie ökologische Eigenverantwortung, Kapitalismuskritik, als auch Partizipation und Mitsprache. In Tirol hingegen war die Diskussion zum Teil ein wenig anders, aber auch ähnlich. Hier waren vor allem die Kritik an der reinen Funktionalität und ökonomischen Effizienz im Wohnbau ein sehr großes Thema. Die Kritik auch an der intransparenten Planung und Vergabe durch öffentliche Ämter. Und beides sieht man sehr oder liest man auch heute noch sehr gut und sehr intensiv am Beispiel um die Debatte zum ODOF 1 und 2 in Innsbruck. Und insgesamt war es einfach so, dass Wohnbauwettbewerbe eine Seltenheit waren. In den beiden Zitaten von Josef Lackner, der eben sagt, Übel Nummer 1 ist die Tatsache der sogenannten Verhüttelung, und dem Zitat von Wilhelm Stiegler Jr., der eben unter anderem schreibt, sofortiges radikales Bauverbot auf jedem Quadratmeter landwirtschaftlichen Kulturbodens, erkennt man auch, dass die Zersiedelung und das Thema des Bodenverbrauchs zentrale Themen in der Debatte waren. Und so bot eben diese Wohnen morgen Wettbewerbsserie Raum, um gesellschaftspolitische und ökologische Gedanken jener Zeit auf eine ganz andere Weise in die Architektur einzubetten. Die Wettbewerbsserie fand zwischen oder wurde zwischen 1969 und 1975 abgehalten und sie wurde vom damals noch existierenden Bundesministerium für Bauten und Technik ins Leben gerufen. Finanziert wurde sie aus der österreichischen Wohnbauforschung. Dies machte eine Änderung in der im Wohnbauförderungsgesetz von 1968 möglich. Die Wettbewerbsserie kann an der Schnittstelle zwischen Realisierungswettbewerb und Ideenwettbewerb beschrieben werden. Es wurden nämlich nur zwei Projekte aus der gesamten Serie tatsächlich realisiert. Und insgesamt funktionierte eben es so, wie es Birgit jetzt schon anfangs kurz beschrieben hat. Es gab 9 Wettbewerbe in 9 Bundesländern an 9 Standorten und jedes Bundesland konnte den Gegenstand des Wettbewerbs selbst vorschlagen. Mit Ausnahme des innerstädtischen Bauplatzes in Wien befanden sich alle anderen Bauplätze in einer sehr ländlichen Umgebung. Trotzdem waren die Bauplätze stets strategisch wichtig für das Siedlungsgebiet. Wohnen morgen
beschreibt eigentlich die Debatte der Zeit und hatte zum Ziel, alternative und zukunftsweisende Wohnbauten zu produzieren. Und dies sieht man auch in den verschiedensten alternativen Wohntypologien, die eben in den Beiträgen erarbeitet werden. In unseren Gesprächen mit den Architektinnen und Architekten war es so, dass eigentlich alle sagten, dass es kaum Vorgaben gab. Es waren aber folgende wichtige Beurteilungskriterien vorhanden: soziologische Aspekte, Flexibilität und neue Materialien. Interessant ist auch, dass die Ausstellung der Österreichischen Gesellschaft für Architektur unter dem Titel Neue städtische Wohnformen von 1966 als entscheidender Faktor betrachtet werden kann, damit überhaupt erst diese Wettbewerbsserie ins Leben gerufen wurde. Die Kuratoren dieser Ausstellung waren Viktor Hufnagel, Wolfgang und Traude Windprächtiger. Und diese Ausstellung wird beschrieben als ein entscheidender Meilenstein in dem neu eröffneten Architekturdiskurs der 1960er Jahre in Wien bzw. in Gesamtösterreich. Die Ausstellung zeigte einerseits historische Wurzeln und gegenwärtige weltweite Bemühungen im Bereich Wohnbau, und zudem noch dazu wurden 29 aktuelle und interessante Projekte aus Österreich gezeigt. Der Katalog wurde von Hermann Tschech gestaltet, und in diesem Katalog findet man 9 Forderungen, die eben auch wieder auf diese Themen im Wohnbau zurückgreifen. So war es eben wichtig, dass eine ausgeglichene Mischung von Wohnen, Arbeiten und Erholung sowie Bildung in den Wohnbauten realisiert werden sollte, dass eine gemeinschaftsbildende Kontaktmöglichkeit geboten werden sollte, schöpferische Aktivierung der Bewohner war stets ein wichtiges Thema und höchste künstlerische Qualität natürlich. Wie Birgit bereits am Anfang erwähnt hat, haben wir uns besonders mit den Beiträgen der jungen Generation, Tiroler Architektinnen und Architekten, beschäftigt. Und es ist interessant, dass man in diesen Beiträgen sehr viele unterschiedliche Einflüsse aus der Studienzeit erkennt. Die meisten von ihnen hatten ja entweder an den 3 Schulen in Wien oder in Graz studiert. Was ich vielleicht noch kurz ergänzen würde, ist, dass das schon eher als eine Stichprobe zu verstehen ist. Also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, genau, sondern eher, meine ich, eher intuitiv sozusagen Projekte ausgewählt. Genau. Insgesamt kann man aber sagen, dass alle Projekte, die wir ausgewählt haben und auch prinzipiell in dieser Serie zu finden sind, sehr ähnliche Themen beinhalten, und diese kann man in Schlagworten mit den Begriffen Urbanität, Komplexität, Verdichtung, Maßstabsvergrößerung, Addition und Stapelung, Vorfabrikation, Modularität, Variabilität und Flexibilität, Gemeinschaftlichkeit, Partizipation und Humanität beschreiben. Nun möchten wir noch ganz kurz das Siegerprojekt des Wohnen-Morgen-Wettbewerbs in Tirol vorstellen. Der Bauplatz hier hat sich in Hall in Tirol befunden. Und was recht interessant ist, ist, dass eben in dieser Serie einige vertikale Strukturen oder Grundstrukturen zu finden sind, die ja anfänglich doch dem Charakter der Großwohnsiedlung ähneln würden. Aber eben bei einem genaueren Hinschauen erkennt man dann bei diesem Siegerprojekt, dass sich ganz klar im Bereich der kleineren Wohneinheiten, die hier eingehängt werden können, eben wieder dieses Thema der Modularität sehr stark herauskommt. Und vielleicht ergänzend auch eben der Flexibilität, also auch diese Wohneinheiten waren nach den individuellen Bedürfnissen entsprechend erweiterbar.
Also im Gegensatz eigentlich zu diesem Projekt, jetzt ist es jetzt vielleicht schon eher noch irgendwie diesen Vorstellungen von eben so repetitiven und technokratischen Wohnmaschinen der Nachkriegszeit entsprach, war es so ein übergeordnetes Thema, mit dem sich eben viele Architektinnen und Architekten der Zeit beschäftigt haben, eben die Frage, wie man individuelles Wohnen in städtischer Verdichtung realisieren kann. Also viele haben sich damit beschäftigt, wie man sozusagen lebenswerte Gestaltung von Dichte erzielt. Und ein Beispiel sozusagen aus dem internationalen Kontext sind die Arbeiten von Neve Brown, ein britischer Architekt, der in den 70er Jahren zahlreiche Wohnbauten in Camden in London realisiert hat, damals zu der Blütezeit auch des englischen Wohlfahrtsstaates. Und diese Projekte wurden eigentlich alle durch das dortige Stadtbauamt verwirklicht. Und ein wesentliches Anliegen von Neve Brown, was man auch eben in diesem Projekt Alexandra Estate ganz gut erkennen kann, war sozusagen die Frage, wie man hohe Dichte bei niedriger Bauweise erreichen kann. Und was auch ganz charakteristisch oder ihm ein wichtiges Anliegen war, dass jeder Wohnbesitzer einen eigenen Eingang, also einen eigenen Hauseingang hat oder eine eigene Haustür, die er von dieser Wohnstraße erschließen kann. Und das hat er erreicht, indem er so Maisonette-Wohnungen ineinander verschachtelt hat. Ein weiteres Projekt von René Gailloux-Dé, einer französischen Architektin, die verantwortlich zeichnete für die Stadtentwicklung in Ivry-sur-Seine. Das liegt etwa 7 Kilometer südlich vom Zentrum in Paris. Sie hat damals zahlreiche Wohnbauten mit Jean Renaudie verwirklicht. Und in diesen Skizzen unten kann man vielleicht irgendwie erkennen, dass keine Wohnung gleich der anderen in diesen Projekten. Und diese räumliche Vielfalt war für Renaudie eine besondere Form von Luxus. Die meisten Wohnungen sind auch zweigeschossig und sie haben alle großzügige Gärten, was für einen sozialen Wohnbau doch recht erstaunlich ist. Meist sogar Gärten auf beiden Geschossen und die Gärten grenzten immer unmittelbar aneinander, womit es irgendwie möglich war, sozusagen den nachbarschaftlichen Austausch, wenn man will, über den Gartenzaun zu entwickeln. Das ist jetzt, kommen wir wieder nach Österreich, das ist ein Projekt, was wahrscheinlich eh viele kennen, von der Werkgruppe Graz, die Terrassenhaussiedlung in St. Peter, der erste Großwohnkomplex in Österreich, dem sehr umfangreicher, partizipativer Prozess vorausging. Also die Architekten haben damals mit allen 520 Bewohnerinnen oder zukünftigen Bewohnerinnen diese Wohngrundrisse entwickelt. Aus dem heraus haben sich dann 24 verschiedene Typen entwickelt, die wieder in sich noch zahlreiche Veränderungsmöglichkeiten und Variationen bzw. Freiheiten in der Grundrissgestaltung beinhalteten. Wie Alexa schon gesagt hat, war Wohnen morgen an und für sich schon ein Realisierungswettbewerb. Also das war schon das Ziel. Letztendlich sind aber eben nur zwei Projekte verwirklicht worden und das eine ist das vom Wilhelm Holzbauer für Wien. Und ein wichtiges Element in diesem Projekt war diese innenliegende Straße. Damit reagiert er auf eine damals schon aufkommende Kritik an dem zunehmenden Verlust des Straßenraums als Ort des öffentlichen Lebens, also durch den zunehmenden Individualverkehr, Thema, was ja aktuell wiederum sehr präsent ist. Diese Art Fußgängerzone, wenn man so will, war auch von Geschäften gesäumt und die Idee dahinter war eben, dass das sozusagen zum kommunikativen Zentrum wird, zur Spielstraße wird, zur Geschäftsstraße, aber auch ein Raum ist für Märkte zum Beispiel. Ein weiteres oder das zweite realisierte Projekt war von Otto Kaul gemeinsam mit Jos Weber und dem Soziologen Rudolf Dirisammer für den Wohnen-Morgen-Wettbewerb in Niederösterreich in Hollabrunn. Und Otto Kaul gilt als einer der Pioniere der Partizipation und ähnlich wird auch dieser Bau sozusagen als ein Pionierwerk der 70er Jahre beschrieben.
Das Projekt wurde ebenfalls wie Graz in einem sehr intensiven partizipativen Planungsprozess entwickelt und auf der Grundlage der von ihm weiterentwickelten sogenannten SAR-Methode. Die geht zurück auf den niederländischen Architekten N. John Habraken. Hinter diesem Kürzel steckt Stitching Architecture Research. Und Habraken hat eben schon in den 60er Jahren sich damit beschäftigt, wie man sozusagen die industrielle Fertigungsverfahren in einer breiten Anwendung übersetzen kann und gleichzeitig damit individuelle Gestaltungsspielräume eröffnet. Und wesentlich bei dieser Methode ist eben die strikte Trennung zwischen der Primärstruktur, also den tragenden Bauteilen der Erschließung und der Versorgung, sowie dem Ausbau der Wohnung eben nach den individuellen Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner. Und die in Hollabrunn angewendete Schottenbauweise, das sieht man, glaube ich, in den Bildern eh ganz gut, ermöglicht es eben, die nicht tragende Fassade zu lösen und damit sozusagen einen Spielraum in einem bestimmten Bereich zu schaffen, innerhalb derer eben die Bewohner sozusagen entscheiden können, inwieweit sie den ausnutzen oder eben auch nicht. Form und Ästhetik wiederum traten für Uhl in den Hintergrund und Emil Stephan, ein von Otto Gaul verehrter deutscher Kirchenbauer, fasst diese Haltung mit wenigen Worten zusammen: Form ist nichts, Handlung ist alles. Gleichzeitig wurde Hollabrunn wie viele Projekte der Zeit, also auch wie Graz, durch Forschungsstudien begleitet in den Bereichen Soziologie, Bautechnik und Wirtschaft und markiert damit den Schritt vom Einzelprojekt zur Bauforschung. Wichtiger internationaler Vertreter jetzt im Zusammenhang mit so partizipativen Projekten im Wohnbau war der Italiener Giancarlo De Carlo. Er hat in den 70er Jahren einen Text verfasst, Architectures Public, der nach wie vor als wegweisend gilt und in dem er eben die Notwendigkeit, Nutzerinnen und Nutzer in den Planungsprozess einzubeziehen, behandelt. Und er unterscheidet in seinen Überlegungen eben zwischen Planung als einem repressiven Akt und Planung als demokratischen und auch befreiendem Akt. Seine theoretischen Überlegungen hat er in diesem Projekt, was man dort sieht, umgesetzt. Terni ist eine Industriestadt in der Nähe von Rom, damals Standort eines der größten Stahlwerke, das eben auch namensgebend war. Also es war sozusagen eine Arbeitersiedlung, die dort gebaut werden sollte. Und ganz schlüssig in Bezug auf die Überlegungen von De Carlo sollten innerhalb dieses partizipativen Prozesses die Direktoren der Firma nicht involviert sein und waren tatsächlich auch dann nicht anwesend. Er hat auch das gemeinsam mit einem Soziologen Domenico Di Masi entwickelt. Und diese zwei Zitate beschreiben irgendwie ganz schön sozusagen die Erfahrung und auch die Quintessenz ein bisschen aus diesen Prozessen und gelten auch durchaus für andere Beispiele. Also zum einen hat er irgendwie festgestellt, dass es auch eine Illusion ist, zu glauben, dass wenn man sozusagen Bewohner so direkt nach ihren Wünschen befragt, dass sie die unmittelbar sofort artikulieren können und zu Papier bringen können und dass aus dem heraus jetzt die Architekten sich keine Sorge machen müssen, dass sie keine Arbeit mehr haben. Und gleichzeitig beschreibt er eben auch die Schwierigkeiten in dem Vorstellungsvermögen und dass viele sozusagen gefangen sind in diesen zwei dominanten Modellen, nämlich dem Einfamilienhaus oder der Wohnung im Mehrfamilienhaus. Er bezieht diese Kritik aber weniger sozusagen auf diese zukünftigen Bewohner, sondern mehr auf die Gesellschaft, die ihnen einfach nur diese zwei Modelle angeboten hat. Und deswegen konnten sie gar keine anderen kennen. Und aus dem heraus haben Sie auch am Anfang, um diesen Prozess zu lancieren, überhaupt am ersten Mal eine Ausstellung entwickelt, in denen Sie Ihnen sozusagen so eine Art Best-Practice-Beispiele gezeigt haben. Letztendlich haben Sie einige Bedürfnisse gefiltert, maximal 3 Geschosse, Fußgänger sollten vom Fahrverkehr getrennt werden, es sollte ausreichend Spielplätze, öffentliche Treffpunkte geben, sowie auch öffentliche und private Grünfläche. Und diese Trennung zwischen den Verkehrsebenen haben Sie dann wie in vielen anderen Projekten in der Zeit über die Vertikale realisiert. Da sieht man jetzt eigentlich sozusagen die Ebene, auf denen sich die Fußgänger bewegen. Und da sieht man es jetzt nochmal in der Realität. Also es gab sozusagen so abgehobene Stege, die diese einzelnen Zeilen und Baukörper miteinander verknüpft haben, eben so halböffentliche Räume.
Die Smithens, Alison und Peter Smithen, haben in dem Zusammenhang auch diese sogenannten Streets oder diese als sogenannte Streets in the Sky bezeichnet. Was man aber auch erkennt und was De Carlo auch ganz wichtig war, dass letztendlich das Projekt ganz klar und durchgängig seine Handschrift, oder man seine Handschrift ablesen kann. Und für ihn war es elementar, dass der partizipative Prozess der Suche nach einer Form nicht entgegensteht. Letztendlich wurden diese Wünsche der Bewohner in 5 verschiedene Grundtypologien übersetzt, mit aber insgesamt weiteren 45 Grundrissvariationen. Diese Frage nach dem Zusammenspiel zwischen dem Gestaltungswillen der Architekten und den Entfaltungsmöglichkeiten der Nutzerinnen findet sich unter anderem auch in den Arbeiten eben der Tiroler Architekten Siegbert Haas, der eben da heute auch anwesend ist, und Andreas Ecker. Und was Alexa irgendwie vorher beschrieben hat, dass irgendwie so bei manchen von diesen Gesprächen dann auch irgendwelche Sachen zutage kamen, von denen wir natürlich sowieso überhaupt nichts wussten, ist in dem Fall zum Beispiel passiert. Also da hat eben Siegbert Haas ihren Beitrag für die Trigon 69 hervorgeholt. Trigon 69 war damals eine Dreiländer-Biennale zwischen Italien, Jugoslawien und Österreich. Und diese Ausgabe war aber sozusagen die erste, die sich mit dem Thema Architektur beschäftigt hat, unter dem Titel Architektur und Freiheit. Und es war auch eine Wettbewerbsausstellung. Also Sie haben dieses Projekt, was eben aus einer Serie von Fotos, die unter anderem eben dieses offensichtlich von dem Besitzer mit viel Liebe gestaltetem Kleinod beinhaltet hat, eingereicht, und es wurde dort auch ausgestellt, hat auch Anerkennung bekommen, und haben auch einen, wie ich finde, sehr schönen Text dazu verfasst, in dem sie eben die schöpferischen Fähigkeiten jedes Einzelnen als Ausdruck seiner Individualität und Freiheit huldigen. Und so eine kleine Randnotiz: Günter Feuerstein hat in einem Zeitungsbeitrag eben zu dieser Ausstellung ihren Beitrag als den schönsten zu dem schwierigen oder als den schönsten Beitrag, der dem schwierigsten Thema am nächsten kam, beschrieben. Und in diesem Gespräch mit Siegbert Haas hat er uns dann noch eine weitere Zeichnung gezeigt, die er als Mitarbeiter von Josef Lackner angefertigt hat für die Antistadt. Und auch da, und der Titel ist eh schon ein bisschen namengebend, individuelles Wohnen, sieht man eben, wie sozusagen hinter dieser Fassade den Bewohnern quasi zugestanden wurde, dass sie dort auch ihren eigenen Gestaltungswillen ausleben können. Und ein anderes Element, was jetzt auch in den folgenden Wettbewerbsbeiträgen immer wieder auftaucht, was man links in den Grundrissen sieht, was natürlich auch typisch für die Zeit war, ist die Zelle. Genau, und damit kommen wir jetzt zum ersten Wettbewerbsbeitrag von Siegbert Haas, Andreas Ecker und Peter Kirchmeier für das Bundesland Burgenland 1971. Dieses Projekt wurde mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Wesentliches Entwurfselement hier sind diese spiralförmig emporwindenden Wohnkörper, die an ihren Außenflächen eben eine potenzielle Erweiterung ermöglichen. Diese Spiralen werden flexibel über den Baugrund angeordnet und anhand durch überdeckte Wohngassen mit Lichthöfen und Gemeinschaftsflächen verknüpft. Wenn man sich den Grundriss genauer anschaut, sieht man, dass der Wohnraum zentral angelegt ist, und darum herum gruppieren sich alle anderen Funktionen, die wiederum durch Falltüren umgestaltet werden können. So kommt es eben innerhalb einer Wohneinheit zu einem permanenten Wechselspiel zwischen dem kommunikativen Großraum und den individuellen Rückzugsorten. Zusätzlich eingefügt gibt es diese seriell gefertigte, schalldichte Kunststoffzelle, eine sogenannte Arbeit- und Schlafzelle. Und diese Zelle, wie es Birgit eben auch schon gesagt hat, war ein Thema, das sehr viele Architekten beschäftigte, und zwar die Zelle eben als das notwendigste Raumminimum für den Menschen.
Die Raumzellen dienen der absoluten Privatheit, also für Schlafen, Erotik, Körperreinigung. Aktivitäten, bei denen man traditionellerweise Privatheit will. Der Rest der Wohnfläche bleibt jenen Aktivitäten und deren Unterstützung durch Geräte vorbehalten, für die man keine Privatheit will. Essen und Unterhaltung. Und als Referenz zu dieser Idee der Zelle möchten wir jetzt 4 Projekte von Angela Harreiter zeigen. Angela Harreiter war ja eine der wenigen weiblichen Akteurinnen in der österreichischen Avantgarde der 1960er und 70er Jahre. Und sie war als Frau auch als weibliches Mitglied eben eine Seltenheit im legendären Clubseminar von Günter Feuerstein an der damaligen TH in Wien. Noch als Studentin, also diese Projekte, die wir jetzt zeigen, das sind Studentenarbeiten von ihr, beschäftigte sie sich als eine der ersten mit dem Thema der Zelle im Projekt Life Information Mitte der 1960er Jahre und untersucht eben die mobile Zelle als zukünftige und interaktive Wohnform. Sie versteht die Zelle als eine dem Körper angepasste Raumkapsel. Und sie beschreibt sie eigentlich noch vor Hans Hollein auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Der Mensch kann in dieser Zelle durch die neuesten Technologien erweitert werden. Parallel dazu arbeitet sie am Projekt Plastik explodiert und unterstrich hier das Potenzial von PVC als zukünftiges Material in der Architektur. PVC war natürlich die Grundvoraussetzung, um diese Leichtigkeit, Variabilität und Mobilität in den Zellen ermöglichen zu können. Der nächste Schritt war daraufhin das Future House, eine quasi Megastruktur, die interessanterweise den Spiralen von Ecker, Haas und Kirchmeier in diesem Fall ähneln. Und hier kann das nomadische Element der Zelle eingeklinkt und ausgeklinkt werden. Wohnraum wurde damit zu einem reinen Gebrauchsgegenstand und verlor damit auch jeglichen repräsentativen Charakter. Im letzten Schritt arbeitet Harreiter am Projekt Kinderwolken und schuf hier eine mobile und wachsende Struktur, die man eben entweder in eine Megastruktur oder in eine reale Stadt, in diesem Fall New York City, hängen konnte. Die Kinderwolke wächst mit den Aktivitäten und dem Alter ihrer Benutzerinnen und Benutzer mit. Das ist ein Aspekt, den man auch in dem Wohnen Morgen-Beitrag jetzt wieder von dem Team Siegbert Haas, Andreas Ecker und Peter Kirchmeier für Vorarlberg findet. Dort hat man für die Gemeinde Oberwart Entwürfe für eine Eigenheimsiedlung gesucht in verdichteter Bauweise, so ein Grundstück am Rande der Gemeinde. Man sieht hier ganz schön, wie dieser Siedlungsentwurf eben sich so wie ein Teppich über das gesamte Grundstück legt, aber gleichzeitig durch einen ganz strengen gleichmäßigen Parzellenraster gegliedert wird. Er wird fußläufig erschlossen über Wohngassen, es gibt öffentliche Zonen im Zentrum und eben in diesem Wettbewerb wurde sozusagen die schon für Oberwart konzipierte flexible Wohnform weitergedacht und in eine noch radikalere Form überführt. Also man kann sich das eben so vorstellen, dass quasi diese gleichmäßigen Zellen rechts und links eben immer mit so Betonwänden voneinander getrennt waren und wiederum vermutlich mit einem Glasdach überdeckt waren. Und in dieser äußeren Hülle eben wurden dann wiederum diese Raumzellen eingestellt und konnten natürlich flexibel sozusagen kombiniert werden. Und aus dem heraus eben war es nicht mehr notwendig, sowas sozusagen im klassischen Sinne verschiedene Haustypen anzubieten, sondern es wurde auf jeder Zelle dieses sogenannte Raumhaus entwickelt, ein Begriff, der später nochmal wieder auftauchen wird. Da sieht man jetzt, wie sich das sozusagen dann im Gesamten oder in einem Ausschnitt artikuliert hat. Und da lassen sich durchaus wiederum Parallelen zu den Ideen und Konzepten des britischen Architekten und Vordenkers Cedric Price herstellen, der eben in einer Serie von Beiträgen für die AD
sich in einer Housing Research mit dem Thema beschäftigt hat und der Frage nachging, welchen Beitrag das Wohnumfeld zu einem guten Leben leisten kann. Und nachdem man aber dieses gute Leben per se natürlich nicht verallgemeinern kann, hieß es für ihn, dass sich Architektur eben den individuellen, ähnlich wie bei Otto Kaul, eben die Architektur den individuellen Vorstellungen der Nutzerinnen und Nutzer anpassen können sollte. Wohnen wird, eben wie der Alexa das eh schon erwähnt hat, in diesem Zusammenhang zu einem austauschbaren Konsumgut. Und zentral für ihn waren eben die, sozusagen die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Und ein anderes wichtiger Aspekt für ihn sozusagen auch der zeitliche. Also er hat sich in ganz vielen Untersuchungen damit beschäftigt, wie wir sozusagen über einen begrenzten Zeitraum, über 24 Stunden zum Beispiel, unsere Wohnung nutzen. Aber auch natürlich, wie sich sozusagen unsere Bedürfnisse an einen Wohnraum über einen Lebenszyklus entwickelt. Und er hat sozusagen mit diesen geläufigen Vorstellungen, dass Architektur etwas Permanentes ist, gebrochen. Und auch bei ihm spielen, wie bei Uhl, in der Folge Form und Ästhetik nur eine untergeordnete Rolle. Und wesentlich war für ihn eigentlich, dass es inakzeptabel ist, dass sozusagen das Haus uns vorschreibt, wie wir als Familie oder auch in anderen Konstellationen miteinander zusammenleben sollten. Diese Idee sozusagen auch der Vorfabrikation wurden dann in einem weiteren Wettbewerbsbeitrag jetzt wiederum von Siegbert Haas mit Günter Nora für Kärnten weiterentwickelt. In dem Fall sieht man hier, war das jetzt eine ganz flächige Bebauung des Grundstückes, wobei sie die Vorstellung hatten, eben, dass das Gelände dann als gehobener Garten erscheinen sollte, in dem eben die ganzen Dachflächen sozusagen als Garten ausformuliert wurden. Die Fläche wurde eben durchbrochen mit so innenliegende Höfe. Das Erdgeschoss war öffentlich und über zwei Geschosse gab es eben dann diese Wohneinheiten. Und im Unterschied, ich glaube, man kann es eh erkennen halbwegs, im Unterschied zu dem vorherigen Projekt in Vorarlberg, wo es sozusagen der einzelne Raum, eine Zelle war, die man dann zusammengefügt hat, war es jetzt in dem Fall so, dass eine vorfabrizierte Einheit sozusagen so ein ganzes Wohngeschoss war. Also, jetzt muss ich mal hier, ich glaube, es ist eh. Also das zum Beispiel ist dann eigentlich eine vorfabrizierte Einheit. Die wiederum sollten in ein räumliches Flächentragwerk eingehängt werden und dann im Verband wiederum ein Raumtragwerk bilden. Und da spürt man natürlich ganz stark noch diesen Geist der 60er Jahre und auch dieser Megastrukturen. Und was etwas ist, was uns irgendwie aufgefallen ist, dass in vielen Beiträgen, an denen eben auch Siegbert Haas beteiligt war, es darum ging, sozusagen innerhalb dieser Wohnung einen hohen Grad an Intimität und an Introvertiertheit zu erzielen. Und Fenster im eigentlichen Sinne gibt es in einigen von diesen Projekten nicht mehr. Also hier ist es zum Beispiel so, also dadurch, dass diese Wohnung dann sozusagen Stoß an Stoß aneinandergereiht wurde, gab es natürlich manche, die jetzt nicht mehr sozusagen einen unmittelbaren Außenbezug hatten. Und um aber trotzdem genügend Licht in die Wohnräume hineinzuleiten, gab es dann eben sogenannte Lichtsäulen. Und gleichzeitig nochmal, um diesen Vergleich herzustellen, war es so, dass auch in Oberwart es eben nicht mehr so ganz klassisches Fenster gab, sondern diese, jetzt ist da vielleicht eh diese, so das waren eben die Öffnungen und da wurde eigentlich dann das Licht quasi umgeleitet über Reflektoren. Und das ist für uns schon so ein Beispiel, wo natürlich so eine Idee auch irgendwie ins Extrem überführt wurde. Ne? Und man natürlich sich schon auch fragen kann, ob der eine oder andere nicht vielleicht auch leicht klaustrophobische Zustände bekommen mag, wenn er quasi gar keinen Ausblick mehr nach außen hat. Kurz noch ein weiteres Projekt, was dieses Thema der Addition und Stapelung beinhaltet, in dem Fall jetzt wiederum Günter Nora zusammen mit Peter Turner und Günter Wittmann. Und was man vielleicht schon ganz gut sieht, dass sozusagen ähnliche Personen immer wieder in anderen Konstellationen zusammengearbeitet haben und es haben sich auch kurzfristige und längerfristigere Bürogemeinschaften entwickelt und das war schon ein bisschen
Bruch, weil bis dato waren viele Tiroler Architekten, so wie Lackner oder Paas oder Helten, sind eher als Einzelkämpfer aufgetreten, und in der Zeit wurde sozusagen diese Idee des Kollektivs auch, also spürte man die auch in diesen Konstellationen in Tirol. In dem Fall ist es eben wieder so ein additives Prinzip, was aus flexiblen Systemen, aus vorfabrizierten Teilen, die universell nützbar sein sollte, sowohl vertikal als auch horizontal addierbar war. Es besteht aus, also eine Einheit besteht aus 8 Einheiten mit einem Erschließungskern. Wie Alexa bereits erwähnt hat, kann man durchaus eben in diesen Projekten auch die Einflüsse der verschiedenen Lehrer wiederfinden, neben zum Beispiel Otto Kaul auch Ansätze von Roland Reiner. Andreas Ecker, Peter Kirchmeier, Günter Norer und Hanno Schlügel waren eben Studenten bei Roland Reiner an der Akademie. Und Reiner kritisierte schon früh das Auto als ein gänzlich ungeeignetes Vehikel für die Stadt und realisierte bereits in den 50er Jahren die erste ökologische Siedlung. Er war auch ein vehementer Kritiker des Wohnhochhauses und folgerichtig ein Verfechter des verdichteten Flachbaus. Für ihn waren Innen- und Außenräume gleichwertig und Gärten bildeten ein elementares Element seiner Siedlungsentwicklung. Seine Vorstellung von einem ebenerdigen, verdichteten und klimagerechten Wohnen setzte er in verschiedenen Siedlungen um. Und hier sieht man eben eine der bekanntesten, eben Buchenau. Genau, und damit kommen wir jetzt zu zwei Wettbewerbsbeiträgen von Reiner Schülern, eben Andreas Ecker und Hanno Schlögl, gemeinsam mit Heinz Pedrini. Und die drei Architekten arbeiteten später dann auch als Atelier Mühlau für eine gewisse Zeit. Beide Wettbewerbsbeiträge, also Wien und Salzburg, beruhen oder folgen einem ähnlichen Prinzip und sind lediglich durch die städtebauliche Konzeption in unterschiedlichen Varianten zu finden. Also sie passen sich damit den städtebaulichen Kontexten ganz klar an. Grundsätzlich basieren die beiden Entwürfe auf einem Quadratraster, in welchem additiv zweigeschossige Wohneinheiten eingearbeitet werden. Die Wohnkörper zeigen beide eine leicht terrassierte Bauform. Als Sondertypus findet man eben das sogenannte Raumhaus, wie die Birgit vorhin bereits erwähnt hat, ist das ein Terminus, den vor allem Andreas Ecker einführte und prägte. Also eben wie im Beitrag vorhin vor Arlberg mit Sippert Haas und Peter Kirchmeier. Und in diesem Raumhaus versuchten die Architekten eben ein Spiel zwischen Luftraum und gebauten Raum gekonnt zu entwerfen. Dieses Raumhaus war für den Wettbewerbsbeitrag in Wien, und hier findet man im Obergeschoss noch die Idee der Raumzelle. Im nächsten Schritt, also ein Jahr später in Salzburg, verschwindet diese Raumzelle, und das Obergeschoss funktioniert im Grunde wie eine Brücke, die über den fast gänzlich ohne Zwischenwänden angelegten Erdgeschoss konzipiert ist. Die privaten Schlafbereiche im Obergeschoss sollen eben alle durch Lufträume umspült sein. Und wie Hanno Schlögl eben im Interview sagte, es war die Idee, eines offenen Grundrisses mit einem skulpturalen Innenleben zu verbinden. Jede Wohneinheit war mit einem Atrium ausgestattet, und so war es auch in Wien möglich, wo eben die Wohnkörper doch einen sehr städtischen Charakter hatten, rein von der Höhe, war es eben möglich, kleine hofartige Grünräume bis in das oberste Geschoss zu ziehen. Ein Projekt, jetzt möchten wir eben Sonnleiten vorstellen, ein Projekt, das in unserer Recherche eigentlich relativ spät erst dazugekommen ist, aber was sich dann am Ende ganz klar als wichtige Referenz beziehungsweise eigentlich fast als Vorgänger für die beiden Wettbewerbsbeiträge, die wir gerade vorgestellt haben, herauskristallisiert hat. Die Wohnanlage Sonnleiten in Mühlau wurde nämlich von 72 bis 75
entworfen und realisiert, das heißt eben vor den beiden Wettbewerbsbeiträgen beziehungsweise parallel. Und man erkennt hier viele typologische und formale Ähnlichkeiten. Für den Entwurf zuständig war Andreas Ecker, Hanno Schlögl kam im Zuge der Ausführungsplanung dazu und Heinz Bedrini fungierte eigentlich als Bauträger gemeinsam mit dem Kaufmann Günther Minatti. Und insgesamt war es ein sehr mutiges Unterfangen, dieses Projekt, da das Grundstück mit sumpfigem Untergrund als nicht ganz unproblematisch eingestuft wurde. Eben Schlögl und Ecker erzählten, dass eigentlich bereits mehrere Bauträger und Architekten daran interessiert waren, aber sich niemand drüber traute. Und so konnten sie die Gelegenheit nutzen, ihr Projekt zu realisieren. Wie es der Projekttitel sagt, war das Ziel, eben viel Licht und Sonne in sämtliche Wohnungen zu bringen. Und in der Folie vorher sieht man eben sehr gut, dass Ecker eben es gekonnt wusste, das Bauvolumen in dieser topografischen Mulde terrassiert nach oben und hinten gleichmäßig zu verteilen. Ecker arbeitete auch hier für den Entwurf mit einem Quadratraster von 4,5 auf 4,5 Metern und fügte additiv die Wohneinheiten ein. Man findet in dieser Anlage 80 Wohneinheiten, die von einer Einzimmerwohnung bis zur 300 Quadratmeter Penthouse-Wohnung reichen. Darunter findet man auch eben Maisonettenvarianten. Und wie man bei den beiden Bildern sehr schön sieht, also das Schwarz-Weiß-Bild wurde wahrscheinlich kurz nach Fertigstellung aufgenommen. Und das Bild hier jetzt wurde von Günter Wett letzten Sommer aufgenommen. Hat die Begrünung noch viel Arbeit geleistet und lässt diese Wohnanlage heute komplett in ihre umgebende Topografie verschwinden. Sein Leiden schafft es eben, hohe Dichte mit einem Maximum an Privatheit zu vereinen. Eben dieser Typus des Terrassenhauses war ja zu jener Zeit prinzipiell sehr populär. Und Terrassenhäuser haben eben das Potenzial in sich, die Qualitäten eines Einfamilienhauses mit Garten in verdichteter Bauweise zu realisieren. So kam es eben dazu, dass die Blütezeit dieser Typologie im Strukturalismus der 1960er und 70er Jahre zu finden ist. Und es gibt sehr viele Untertypologien, man spricht nämlich von Hang- und Teppichterrassen, von Wohnpyramiden oder Wohnhügeln, Kreuzterrassen und viel mehr. Wichtiger Wegbereiter, und hier hat sich das Bild leider wieder schlafen gelegt, wichtiger Wegbereiter für diese Topologie war der französische Architekt Henri Sauvage, der ja bereits in den frühen 1910er und 20er Jahren über terrassierte Wohnformen nachdachte und eben diese Terrassierung in Paris als erste Vorläufer mit einbaute, um eben einen Balkon oder eine Terrasse und damit auch viel mehr Licht für jede Wohnung zu gewährleisten. Erwähnenswert in Österreich sind auch die Entwürfe von Adolf Loos für das Haus Scheu von 1912 oder sein Entwurf für das Projekt Grand Hotel Babylon aus dem Jahr 1923. Eines der einflussreichsten und realisierten Terrassenhäuser der späten 1960er Jahre ist bestimmt die Anlage Habitat 67 vom israelisch-kanadischen Architekten Moshe Safdie. Diese Anlage wurde als Pavillon für modernes Wohnen anlässlich der Weltausstellung im selben Jahr in Montreal finanziert und geplant. Bei der Habitat 67 handelt es sich um einen künstlich erzeugten Berg. Von Archigram wurde die Habitat 67 später auch als Maulwurfshügel bezeichnet. Safdie stapelte insgesamt 354 vorfabrizierte Betonquader und diese Quader steifen sich zum Teil auch gegenseitig aus und realisierte damit 158 Wohneinheiten. Die meisten Wohneinheiten sind zweigeschossig.
Die Habitat 67 repräsentiert eine sehr luxuriöse Wohnanlage. Und zu jener Zeit zogen eigentlich ausschließlich junge Familien mit Kindern ein, die in dieser Anlage ihre sozialen Ideen und Vorstellungen in der Architektur eben ausleben konnten. Die Großzügigkeit der Anlage beschreiben nicht nur die sehr großzügigen und komfortablen Wohnungen mit privaten Terrassen, sondern auch die großzügig angelegten öffentlichen und halböffentlichen Räume. Und genau hier sieht man auch die Probleme, die Safti in dieser Anlage hatte. Das sehr feuchte und kalte Klima während des Winters in Montreal trug eben zu Vereisungen bei diesen halböffentlichen Laubengängen bei, und deswegen musste Safti in einem zweiten Schritt diese halböffentlichen Räume mit Plexiglas überdachen. In Innsbruck, beziehungsweise eigentlich in ganz Westösterreich, realisierte Norbert Heltschel das erste Terrassenhaus mit der Terrassenhausanlage Hötting zwischen 68 und 74. Das Vorbild für diese Anlage kommt aus der Schweiz, aus Zug, von den Architekten Fritz Stucki und Rudolf Meuli. Im Vergleich zur Habitat, die ja ein dreidimensionaler terrassierter Hügel ist, ist die Ausrichtung dieser Terrassierung bei Heltschel nur in eine Richtung, also schubladenförmig. Heltschel schafft es, viel Licht und Sonne für die Bewohnerinnen und Bewohner und eine freie Sicht über die Stadt, über die Stadt und in die Berge in jeder Wohneinheit zu gewährleisten. Auch hier kann man von einer sehr luxuriösen Wohnanlage sprechen. Man sieht es vielleicht in diesem Luftbild. Die Wohnanlage verfügt über ein eigenes Hallenbad mit Sauna und einer großen Gemeinschaftsfläche am Dach. Um dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit in jeder Wohnung zu vermitteln, produzierte Heltschel eine Vielzahl von atmosphärischen Zeichnungen, die modernstes Leben in den Wohneinheiten zeigen. Außerdem zeigen sie auch sehr gut die Ausblicke, die man über Innsbruck genießen kann. Und um dieses Gefühl noch stärker hervorkommen zu lassen, kollagiert er die Kulisse des Bad Schokofels und des Glunggetzers in sehr viele Zeichnungen mit ein. Die Wohnanlage wurde anfänglich aber sehr stark kritisiert, vor allem der Beton. Das fand sowohl in der Kollegenschaft als auch in den Medien und der Bevölkerung statt. Und auch hier sieht man eben wieder sehr schön beim Foto von Günter Wett, dass die Begrünung mittlerweile auch die Wohnanlage in Hötting eben komplett in die Landschaft verschwinden lässt. Als letzten Wohnen-Morgen-Beitrag, oder, zeigen wir jetzt noch die Beiträge vom Atelier Pontillas Vienti für die Wettbewerbe in Wien, Kärnten und Burgenland. Atelier Peter Pontilla und Peter Svienti lernten sich auch zu ihrer Studienzeit kennen. Pontilla war ebenfalls reiner Schüler, bei Svienti weiß ich es leider nicht mehr auswendig. Und das Büro hatte einen Sitz hier in Innsbruck und einen Sitz in Wien. Die beiden Architekten waren mit ihren Beiträgen für Wohnen Morgen auch sehr erfolgreich. Alle drei Projekte folgen einem gleichen Prinzip. Die Wohnkörper sind stets sehr kompakt gehalten und linear angelegt sowie terrassiert. Und für die beiden Architekten war es besonders wichtig, eine ausgeglichene Verteilung zwischen Wohnflächen, Sport- und Erholungszonen und Gewerbe in diesen Anlagen zu schaffen. Dazu entwickelten sie auch dieses Konzept oder diese Schablone für eine ideale Stadt mit Wohnhügeln von 1970. Im Schnitt für den Beitrag in Wien sieht man eben diese innenliegende ruhige Erholungszone, wohin der Großteil der Wohnungen auch ausgerichtet ist. Und dieser Aspekt der ruhigen Erholungszone wurde besonders von der Jury auch gelobt. Zentrales Thema für die beiden Architekten war stets Kommunikation.
Und im Entwurf versuchen sie dies eben anhand von Laubengängen und begehbaren Dächern umzusetzen. Im letzten Teil würden wir jetzt ganz gerne noch drei realisierte Projekte in Tirol vorstellen, die sich im weitesten Sinne mit diesen Themen Partizipation und Aneignung beschäftigen. Deswegen haben wir es irgendwie auch als drei Versuche in Tirol beschrieben, darunter die kommunikative Ulfiswiese in Innsbruck, eben von den vorher erwähnten Büro Pontilles Vienti, die Arzbeck-Siedlung in Telfs mit Projekten von Josef Lackner, Norbert Helschel und Horst Parson und die Reihenhausanlage in Vill von Andreas Ecker. Das Projekt der kommunikativen Ulfiswiede würde es wahrscheinlich nicht geben, wenn es eben nicht diese Wohnbau-Morgen-Beiträge von dem Büro gegeben hätte. Denn in Gesprächen mit dem Bauministerium hat man ihnen zugesagt, dass wenn sie ein geeignetes Grundstück finden würde, könnten sie sozusagen Forschungsgelder akquirieren. Etwas, was eben, wie schon beschrieben, damals irgendwie insbesondere bei diesen etwas experimentelleren Projekten nicht unüblich war. Und in einem Gespräch mit Peter Pontilla erzählt er, dass das schon recht schwierig war, eben an Wohnbauträger zu finden, den sie von ihren Ideen überzeugen konnten. Letztendlich ist es ihnen aber gelungen und sie haben eben dieses Projekt mit der Wohnbaugesellschaft Frieden auf der namensgebenden Wiese ganz im Westen von Innsbruck realisiert. Wahrscheinlich kennen es die meisten. Es ist ganz am Rand der Stadt immer noch. Also damals, wie man sieht, war es wirklich auf der grünen Wiese. Mittlerweile ist die Stadt schon herangewachsen und es sind aber eigentlich die letzten Gebäude, bevor dann sozusagen die Bauten der Uni, des Campus Technik beginnen. Und man sieht schon auf diesem Bild, dass sozusagen sie schon Ideen, die sie eben für diese Wohnen-Morgen-Wettbewerbe entwickelt haben, dann versucht haben zu übersetzen. Sie sind zwar, haben sich gelöst von diesen linearen Körpern, was aber auch mit dem Grundstück zu tun hatte, aber man kann schon noch diese Idee sozusagen eines Terrassenhauses, wenn auch in abgeschwächter Form, erkennen. Es gibt aber recht großzügige Balkontröge, um sowas wie ein Gefühl von Grün auf dem Balkon zu initiieren. Und was ihnen auch bei diesem Projekt wichtig war, war eben großzügige Zwischenräume zu schaffen, die eben für unterschiedliche Nutzungen ausgebildet wurden. Und überall diesem steht eben dieser Begriff der Kommunikation, also deswegen heißt es auch kommunikative Ulfiswiese, der Name ist sozusagen Programm. Und das zeigt sich in unterschiedlichen Maßnahmen oder unterschiedlichen Entwurfscharakteristika. Dazu gehören eben einmal diese innenliegende Laubengänge und die gehen zurück auf eine Erfahrung von Peter Pontilla, der in seiner Studienzeit in einem sogenannten Pavlatschenhaus in Wien gelebt haben. Das waren Häuser, die eben durch innenliegende Höfe über so Lauben erschlossen wurden. Und das hat er eben als Ort oder Räume mit einer hohen Kommunikation zwischen den Nachbarn erinnern und wollte das sozusagen hier übersetzen. Man sieht es jetzt hier nochmal, wie sich das dann artikuliert hat. Und diese ganzen Forschungsstudien dienten unter anderem auch einer Studie im Windkanal im Vorfeld. Und das war das erste Mal überhaupt, dass man eben in Österreich zu der Zeit sozusagen ein Architekturmodell im Windkanal getestet hat. Damit haben sie irgendwie reagiert natürlich auf die spezifische Situation des Föhns in Tirol, um eben zu verhindern, dass da jetzt irgendwie Vollgas der Wind durchpfeift und diese Räume gänzlich unwirtlich ist, was ihnen auch gelungen ist. Gleichzeitig gab es auch Gemeinschaftsräume, das sieht man irgendwie unten rechts in den Souterrains. Und da sieht man eben nochmal irgendwie in diesem Plan, dass nicht zuletzt auch diese Zwischenräume ein wichtiges Element für diese anvisierte Kommunikation waren. Die wurden sehr spezifisch und differenziert gestaltet. Also es gab eine Spielwiese mit so einem Rodelhügel, es gab einen Bereich für Kinder und Jugendliche, es gab einen für Kleinkinder und Erwachsene oder auch Senioren. Und daran angrenzend ist ein Café-Restaurant, sodass man quasi im Café sitzen kann und den Kindern zuschauen kann. Daneben sollten noch Arztpraxen untergebracht werden. Es war auch eine Sozialstation angedacht und ursprünglich auch mal so an sowas wie an Tante-Emma-Laden. Also da steckt auch die Idee hinter und das ist übrigens was eigentlich auch in vielen dieser Wohnen-Morgen-Beiträgen zu finden ist, dass man schon sozusagen die wesentlichen Infrastrukturen auch in diese Projekte integriert und man quasi vieles sozusagen zu Fuß vor der Haustür hat. Also das findet man auch
zum Beispiel in den Beiträgen von Siegbert Haas, Andreas Egger und Peter Kirchmeier. Und ein weiteres Element, was man hier noch sieht, was eigentlich recht wichtig gewesen wäre, aber nicht realisiert worden ist, sind diese Schrebergärten. Also irgendwie haben Sie damals eigentlich schon ein bisschen erkannt, dass sozusagen in diesem Gärtnern ein hohes Potenzial steckt, um Gemeinschaften zu generieren, was ja mittlerweile durch diese Urban Gardening Bewegung sich schon auch in der Praxis bewährt hat. Da sieht man jetzt nochmal kurz, wie sich das heute zeigt. Also diese Höfe gibt es nach wie vor, aber man sieht rechts irgendwie, dass diese ganzen Gebäude jetzt energetisch saniert werden und natürlich viel von ihrem Charakter verlieren und auch diese Blumentröge gänzlich verschwunden sind. Und sie konnten dann auch um diese, also sie haben es eigentlich nicht dabei belassen zu sagen, okay, wir planen das jetzt und haben uns bemüht, sozusagen ein Setting zu schaffen, das Kommunikation evoziert, sondern sie konnten dann Günther Feuerstein sozusagen als Konsulent gewinnen und haben dann so einen Prozess gestartet, in dem sie mit allen Bewohnern gesprochen haben, um eben erste Initiativen oder nachbarschaftliche Initiativen zu initiieren. Das ist am Anfang gelungen, also da gab es zahlreiche feste Veranstaltungen, es gab so eine Kinderkrippe vor Ort, aber die wenigsten Sachen haben sich längerfristig bewährt, was einmal daran lag, dass manche Sachen gar nicht realisiert wurden, dass teilweise zum Beispiel dann letztendlich die Kosten fehlten, um eben diese Gemeinschaftsräume auszustatten und auch, dass die gesellschaftliche Durchmischung nicht ideal war, sprich es wurde damals noch nicht wirklich darauf geachtet, eben eine soziale, kulturelle und demografische Durchmischung der Bewohner in dieser Wohnanlage sicherzustellen. Ganz kurz noch, das ist jetzt irgendwie das vorletzte Projekt, die Arzberg-Siedlung. Das hat jetzt nicht unmittelbar was mit den Wohnen-Morgen-Wettbewerben zu tun, aber es ist eines der wenigen, was sozusagen im weitesten Sinne versucht, die Bewohner etwas aktiver mit einzubeziehen und einen anderen Weg schreitet. Eben damals hat die Gemeinde Telfs, die mit starkem Zuzug konfrontiert war und gleichzeitig einen fehlenden Wohnraum, so eine Art Wettbewerb lanciert. Also sie haben neben einem lokalen Baumeister Anton Klieber, dann die damals schon sehr namhaften Architekten Josef Lackner, Norbert Helschel und Horst Parson eingeladen. Diese sollten so eine Art Prototypen entwickeln. Und dann wurden die ausgestellt und die zukünftigen Wohnungseigentümer konnten quasi zwischen diesen verschiedenen Prototypen auswählen. Also vielleicht zur Ergänzung, das oben ist Norbert Helschel, das Foto oben ist Norbert Helschel, in der Mitte ist Josef Lackner und unten ist Horst Parson. Und da sieht man jetzt irgendwie diese drei Projekte von Parson, Lackner und Helschel im Schnitt. Und was leicht zu erkennen ist, dass Helschel und Lackner eben auf dieses Thema Bauen am Hang, also es war Hanggrundstück, mit eher kompakten Split-Level-Varianten antworteten, auch um großzügige Gartenräume zu erhalten, während Parson ganz eigenständige Lösung fand, was eher so ein Raumkontinuum, was sich am Hang entlang abgestuft abgewickelt hat und immer wieder auch so Einblicke, Ausblicke nach außen ermöglichen sollten. Und was eigentlich eine wesentliche Aufgabenstellung an die Architekten war, dass sie sozusagen Gebäude entwickeln, die im Eigenbau, also im klassischen Sinne eben so wie das Häuselbauer damals und teilweise auch heute noch machen, irgendwie errichtet werden konnten. Und man kann vielleicht erahnen, wenn man sich diese Zeichnung anschaut, dass diese Projekte doch diese Häuselbauer vor einige Herausforderungen stellten. Und das war einmal im Falle vom Lackner, war es eben nicht zuletzt, ich gehe es doch nochmal zum Schnitt, eben dieser auskragende Balkon, der sich als recht schwierig erwiesen hat in der Umsetzung. Und wir haben dann auch noch so ein bisschen, also da haben wir eben mit Bewohnern geredet, gefragt, inwieweit es da sozusagen noch einen weiteren Austausch gab. Den gab es eigentlich nicht, also sie haben die Pläne bekommen und dann konnten sie es sozusagen bauen. Lackner war anscheinend einmal auf der Baustelle, vermutlich nur einmal, weil er nicht unbedingt begeistert war von allem, was er da sah. Und sie haben dann ihn auch mal kontaktiert, weil sie so einen Änderungswunsch im Bereich des Windfangs hat, den er aber schlichtweg abgelehnt hat. Also einen weiteren Austausch gab es eben dann nicht. Und das ist jetzt eben das Projekt von Horst Parson. Und dieses Zitat ist jetzt auch von einem Bewohner eben eines Lackner-Gebäudes, der eben gesagt hat, Parson war zwar spektakulär, aber nicht gefragt.
was vielleicht auch mit diesem ja eher auch unkonventionellen Wohnform zu tun hat. Und es war tatsächlich so, dass eben die Kleberbauten vom Baumeister, die waren sozusagen der Renner, die waren sofort weg. Und Parson war sozusagen am wenigsten begehrt. Und letztendlich war es aber auch so, dass eben bei den Parson-Projekten tatsächlich ein Großteil der Eigentümer entsprechendes Hintergrundwissen hatten, was sich dann schon auch als hilfreich erstellt hat, vor allem in dieser Umsetzung dieser Tonnen. Wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, hat sogar ein Bewohner erzählt, dass einem bei einem Versuch auch mal gescheitert ist und eine eingestürzt ist. Aber so hat zum Beispiel, also sie haben auch ihr Know-how und Wissen dann irgendwie getauscht und eben ein Eigentümer hat bei dem Bau dieser Tonnengewölbe aus Mauerwerk eine Schalung angefertigt und die dann auch weitergegeben. Es gab aber auch Elemente, die nie umgesetzt wurden. Also an und für sich hat Parson vorgesehen, dass eben diese Tonnen auch noch teilverglast waren. Und gleichzeitig war es so, das sieht man eben da in dem Schnitt, dass eigentlich diese nicht begehbaren Terrassen sollten auch begrünt werden, damit sozusagen diese Gebäude eben auch in der Natur oder der Landschaft verschwinden. Da gibt es zwei Gebäude, die zumindest eine extensive Begrünung haben. Der Rest hat es nicht umgesetzt. Und das sind nochmal so zwei Beispiele in sozusagen das die Innenwelt, da sieht man eben links diese Treppe, die das über die ganzen Geschosse erschließt. Und rechts waren wir auch, also wir waren damals eh schon mit Günther Wetter und ziemlich überrascht, als sich da diese Badezimmertür öffnet und man da in so einem Original 70er-Jahre-Badezimmer steht. Ganz zum Schluss möchten wir jetzt eben noch das Projekt von Andreas Ecker für Phil vorstellen. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass er das in einem 3 präsentiert und nachdem er jetzt aber leider im Frühjahr verstorben ist, dürfen wir das jetzt noch kurz zeigen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu dem Projekt im Arzberg, wo sich eigentlich sozusagen die Partizipation und Beteiligung letztendlich eigentlich nur auf die Auswahl und den Selbstbau beschränkt hat, ging dieses Projekt wesentlich weiter und kam wesentlich näher sozusagen an die vorher beschriebenen Ideen von Uhl oder auch von Alfred Huth oder anderen Protagonisten heran. Und die Entstehungsgeschichte war so, dass das Projekt eben von Andreas Ecker und einem befreundeten Baumeister lanciert wurde und es hat sich dann so eine Richtergemeinschaft von zunächst 7 Bauherrinnen gefunden, was auch damals schon nicht ganz einfach war für die jungen Familien ein adäquates und auch irgendwie leistbares Grundstück zu finden. Und das ist ein Grundstück in Vill, was sie eigentlich nur deswegen erwerben konnten, weil es zu groß war für ein Einfamilienhaus, zu klein war wiederum für einen Bauträger und auch hier gab es einen sumpfigen Untergrund und deswegen war es sozusagen nicht ganz leicht zu bebauen. Und was sich wiederum als relativ ideal erwiesen hat, weil so partizipative Prozesse sind ja oft wahnsinnig aufwendig und man sagt auch, dass zum Beispiel Ottokar Uhl das eigentlich nur finanzieren konnte, weil er parallel noch eine Professur hatte, waren die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe. Also es gab eben neben Ecker noch einen befreundeten Architekten, die für die Planung zuständig war. Es gab aber auch noch einen Geologen, der sich eben mit dieser Thematik des Untergrunds beschäftigt hat und einen Juristen, der sich quasi mit allen juristischen Fragen beschäftigt hat. Und was man sich vielleicht vorstellen kann, also Phil war damals noch viel dörflicher als heute, dass da schon es große Irritationen in dieser Dorfgemeinschaft kam, ob dieser Städter, die mit dieser recht avantgardistischen Idee dort auftauchten. Ecker zeichnete eben verantwortlich für sozusagen das städtebauliche Konzept, also diese Staffelung der Häuser in einem Raster von 6 Metern. Innerhalb dessen konnten dann wiederum diese Grundrisse frei gestaltet werden. Es gibt auch Split-Level-Wohnungen, genauso gibt es Geschosswohnungen. Und was man eben auch sieht, dass auch die Fassaden, also gewisser Freiraum in der Gestaltung der Fassaden war. Und man erkennt da ganz deutlich Parallelen zu den Ideen und Konzepten von Alfred Huth. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den Film gesehen hat vor 2 Wochen. Da wurde insbesondere dieses Projekt sehr deutlich dokumentiert und beschrieben, die Eschensiedlung. Huth hat sich 1975 von Domenic getrennt und hat dann eben ganz stark so partizipative Wohnbauten entwickelt.
Und man sieht eben auch hier, dass da ähnlicher Raster dem Ganzen zugrunde lag. Und er beschreibt sozusagen seine Herangehensweise als das Prinzip der Varietät, bei dem kein Haus dem anderen gleicht, aber trotzdem ein Siedlungszusammenhang geschaffen wird. Und ähnlich eben artikuliert sich das bei dem Projekt von Andreas Ecker. Man sieht sozusagen, da kann vielleicht ein bisschen erahnen, dass die Eingangsbereiche ganz unterschiedlich gestaltet sind, aber vor allem bei den Fassaden zum Garten hin sieht man das und man erkennt aber auch, dass gewisse Elemente einheitlich gesetzt waren, wie diese zurückspringenden Obergeschosse, dort gab es überall die Holzfassade und innerhalb sozusagen bestimmter Rahmen eben konnten dann die Bewohner ihre Ideen verwirklichen. Und was auch Andreas Ecker noch beschrieben hat, war, dass es gar nicht so leicht war, sozusagen die Leute überhaupt zu motivieren, dass sie sich trauen, etwas aufs Papier zu bringen. Also er hat sie sozusagen durchaus ein bisschen anstupsen müssen und sagen müssen, okay, traut euch, und hat sie dann schon als Gestalter eben begleitet. Und in diesem Sinne ist es schon ein Projekt, was eben beispielhaft dafür steht, eben wie dieses Zusammenspiel von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen gelingen kann. Vielen Dank.